Jetzt ist es nicht mehr weit. Vielleicht war die Mission ein bisschen zu einfach für dich. Wir sollten trotzdem keine Zeit verlieren. Doch an die Musik erinnere ich mich, die habe ich nämlich auch in meiner Playlist. Die lief, glaube ich, sogar zwischendurch mal in diesem Stream, in den Pausen oder vorm Stream. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Fliederwald, ja, jetzt wo ich ihn gesehen habe, erinnere ich mich dran. Krockertunnel, kein Plan. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob jetzt oder später, dass das Gebiet nervig war. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wieso und ob das wirklich so war. Egal. Als Kind habe ich wahrscheinlich sowieso sehr viel als nervig empfunden, was vielleicht heutzutage, hoffentlich, ein bisschen leichter geht. So, Ringstadt, Herbstenau. Nach rechts. Wie ist das hier links? In Angedenken an Diktri, treuer Gefährte und Mitarbeiter in diesem langen und schweren Tunnelbauprojekt. Oh. Achso, da komme ich gar nicht hoch. Früher konnte man hier das ein oder andere Diktri sehen. Heutzutage findet man sie zumeist nur noch tief im Tunnel. Liegt wohl daran, dass hier immer mehr Menschen unterwegs sind. Aha. Okay. Das sind jetzt nicht so die Pokémon, die ich hier erwartet hätte, aber gut. Aber das scheint ja auch noch so ein bisschen quasi zum Fliederwald mit dazu zu zählen, weil ich meine Pokémon nicht freilassen musste. Nein, ist schon okay so, denke ich. Ja, komm. Das ist übrigens auch immer ein Struggle, den ich in jedem Pokémon Ranger Teil habe, egal wie viele Slots ich habe. Ich habe nie genug Slots für alle Pokémon, die ich mitnehmen möchte. Da ist wahrscheinlich der Ausgang. So, erstmal speichern. Speichern kann sowieso nie schaden. Aber es klappt bis dato eigentlich ganz gut mit dem Setup, was ich mir hier aufgebaut habe, in meinem etwas erhöhten 3DS. Da geht's weiter rein. Geht's da unten jetzt raus? Ach. Das habe ich. Ist das Kai? Kai mit seinen 6 Carpador? Nun, willst du mich nicht fragen, ob ich schon etwas gefangen habe? Die Leute fragen immer nur, wenn ich so gut wie nichts gefangen habe. Ich kann seine Carp... Doch, da. Flop, flop, flop. Okay. Muss man auch mal gesehen haben. Centipoid, Dankeschön für 10 Monate Treue. Der See der Kühnheit, ich glaube auch. Ich finde das so witzig, dass sie diesen Gag mit dem Angler mit den 6 Carpador selbst irgendwie in Ranger eingebaut haben. Zumindest sehe ich da so ein bisschen die Verbindung. Deswegen finde ich das irgendwie ganz witzig, dass es das hier auch wirklich in das Spiel reingeschafft hat. Aber nee, das klappt mit dem Setup eigentlich ganz gut. Ich habe meinen 3DS ja so ein kleines bisschen erhöht hingestellt, dass ich nicht immer so ganz weit nach unten gucken und tippen muss. Das ist eigentlich ganz angenehm. Das Einzige ist, es geht ein bisschen auf den Rücken, weil ich immer so ein bisschen, ja, krampfhaft hier sitze, weil ich ja auch, ne, mit dem Kreisen und so. Das schon, aber ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Und ich denke, ich weiß nicht, wie es eigentlich von den Geräuschen her ist. Hört man das, wenn ich kreise? Da bräuchten wir auch nochmal Zerschneider, den wir nicht haben. Und da Zertrümmerer, den wir auch nicht haben. Kann man ja auch ganz gut sehen direkt. Echt? Okay, nur beim Ansetzen. Dann ist ja okay. Hätte gedacht, dass man das vielleicht nochmal ein bisschen besser hört, aber dann wiederum, ich spiele hier nicht so. Oh. Ich habe mich in die Cutscene reingetippt. Okay. Ja, dann klappt das doch eigentlich ganz gut.
Wenn es jetzt wirklich gar nicht gegangen wäre, dass ich gesagt habe, nee, das ist total unbequem, ich kriege da Kopfschmerzen von, es ist, die Drehgeräusche sind zu laut, es geht nicht, hätte ich gesagt, gut, dann leider nicht, aber wenn das alles passt, dann können wir das ja sogar durchspielen. Finde ich gut. Ah, ein sehr seltener Anblick. Ein Diktri. Das Diktri ist bei meinem Anblick sofort geflohen. Nichts sehr nett von diesem Diktri. Scheiße, Mann. Hallo, Svenja? Kannst du mich hören? Das war ganz schön knapp, aber keine Sorge, ich bin unverletzt. Allerdings müsstest du mich hier abholen. In der Nähe sollte sich ein weiterer Durchgang befinden, der dich hierher bringt. Ich werde mit Ungeduld auf dich warten. Okay. Ja, ich kann die Cutscene einfach nur mit Tippen auslösen. Das kann auch nicht jeder. Ich finde das übrigens voll süß, wie gehypt der Chat ist. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie da alle wirklich so, alle sitzen so auf einer Couch, so mit Popcorn und so richtig gehypt. Und Stella steht einfach auf der Couch mit Megafon in einer Hand und Fahne in der anderen Hand. Das ist irgendwie echt schön zu beobachten. So, da könnte ich durch. Du könntest vielleicht zerschneiden. Die Frage ist, nein, wenn du Zerschneider hast, ob ich nochmal raus kann, um quasi draußen die Sachen zu zerschneiden. Bleibt ihr mal hier. Weil dann würde ich ja schon, wenn er nicht unbedingt schreit. Ich meine, es ist nur ein Paras und ich glaube, draußen waren noch zwei Stellen zum Zerschneiden. Oh, Feels Batman. Sie haben ja wirklich an alles gedacht. Na gut, dann doch nicht. Wisst ihr noch, als ich vorhin meinte, Ranger 1 ist ziemlich linear und du kannst nicht unbedingt viel backtracken oder erkunden außerhalb deiner Mission? Tada! Na, Paras? Zack. Dankeschön. Ich meine, wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht furchtbar oder so. Es wäre schon schöner, wenn man natürlich ein bisschen mehr machen könnte, aber ich finde es jetzt, wie gesagt, auch nicht so dramatisch. Macht ja trotzdem sehr viel Spaß. Machst du irgendwas? Du drehst dich lustig. Das ist okay. Aber die Auflade-Pokémon sind schon ziemlich angenehm zum Fangen. Dass du quasi, wenn du aus dem letzten Loch pfeifst, ne, da nicht so große Probleme mit hast. Na komm, einfach um es auch mal zu sehen. Tada! Einmal wieder voll. Wo ist denn mein Professor? Oh, Quapsel! Nein, nicht wegspringen! Ich muss echt mal gucken, wie viel Lust ich letztendlich habe. Weil ich habe halt wirklich nie die Afterstory gemacht in Ranger 1. Die ist nämlich, glaube ich, auch ziemlich knackig. Würde mich ja schon mal interessieren. Aber ich glaube, das mache ich davon abhängig, wie gut die Bosskämpfe allgemein klappen. Die nehme ich auch nochmal mit. Und ich habe auch hier zumindest das Verzeichnis aufgefüllt. Also in Ranger 2 und 3 habe ich wirklich 100% gemacht. Also das ganze Verzeichnis, alle Missionen und was es sonst halt noch so gab. Ne? Und das habe ich hier halt nie gemacht, weil ich nicht so das Interesse dran hatte. Mal gucken. Entscheide ich im Laufe der Zeit. Wäre bestimmt auch ganz cool. Dann haben wir halt nur auch recht viel zu tun, natürlich. Die Musik! Wer seid ihr? Was wollt ihr? Hallo, Opa! Der hochgeschätzte Professor Hastings, Chef der Technikabteilung der Ranger-Vereinigung, wie ich annehme. Oh Gott, die Bande. Wir sind die Fremden in der Nacht. Kein Ranger, der über uns lacht.
Wir sind die Power Rock Bande. Nimm's uns nicht übel, Opa, aber wir müssen dir jetzt das Paket da abnehmen. Was macht ihr da? Aufhören, sofort! Vielen Dank für Ihre Kooperation. Einen Superfang kommt für uns. Vielen Dank, der Herr. Leider haben wir keine Zeit mehr für ein Schwätzchen. Adios, Opi. So viel zum Thema. Nein, keine Angst, der Superfang kommen wird schon nicht in falsche Hände geraten. Niemals. Oh, Svenja, wir haben ein Problem. Mein Super-Funcom, das Ergebnis meiner Forschungen, wurde von ein paar Rabauken gestohlen, die sich die Power-Rock-Bande nannten. Wäre ich nur 20 Jahre jünger, hätte ihnen eine Lektion erteilt. Los, wir müssen sie verfolgen. Wieso sind eigentlich die Antagonisten in Pokémon Ranger-Spielen immer so? Ich meine, die Musik sagt alles, oder? Also ich mag die. Also ich mag alle Antagonisten in den Ranger-Teilen. Und normalerweise sind die, die wirklich die Fäden ziehen, auch immer ein bisschen bedrohlicher. Aber die einfachen Rüpel, das sind immer solche Lachnummern. Aber ich liebe es einfach. Oh, ihr leichtgläubigen Trottel. Ihr dachtet tatsächlich, der Steinschlag zuvor wäre ein natürlicher Vorgang gewesen. Ihr seid dank uns hier unten verschüttet. Ich bin der Böse. Mal sehen, was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke. Seid ihr bereit? Klick! Ist das... Wie soll ich sagen? Ist das... Haben wir die Sache in den Sand gesetzt? Spitzenleistung. Und wie wir das in den Sand gesetzt haben? Wie sollen wir sie denn jetzt bremsen, du Depp? Bist du noch ganz dicht? Selber Depp, du hast doch die Falle gebaut. Ich habe nur den Knopf gedrückt. Es war nicht mein Fehler, dass die Steine an die falsche Stelle gepurzelt sind. Dazu ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal aus dem Staub machen. Also auch da ein ganz großes Kompliment dafür, solche Charaktere zu designen, die einfach dämlich sind, aber trotzdem unterhaltsam und dafür passende Musik zu komponieren, stelle ich mir nicht einfach vor. Also es ist schon... Man verdreht die Augen, aber irgendwie sind sie ja doch ein bisschen liebenswert. Okay. Hallo Magnetilo? Typi? Zwei schräge Vögel? Ja, die rannten, als wäre die ganze Ranger-Vereinigung hinter ihnen her. Aus irgendeinem Grund haben sie trotzdem dämlich vor sich hingelacht. Hallo Knuffenser. Aber ich muss doch jetzt sowieso alles freilassen. Dann kann ich doch noch ein paar Pokestärken rausballern. Feuer! Ah. Ich hab das Knuffenser ange... Das sieht brutal aus. Ich hab das Knuffenser einfach angekokelt. War hier noch irgendwas? Ich will noch mehr Pokestärken ausprobieren. Wir hatten jetzt Plusle, dann Pflanze, Wasser und Feuer. Wasser. Ach, du hast auch Pokestärke, Pflanze. Ja, gut. Dann halt kein Käfer für mich. Aber zumindest Feuer haben wir uns nochmal angeguckt. Und tschüss. So. Heiner? Dieses Rizeros. Diese zwei Typen haben es irgendwie verärgert. Svenja, hat ein Funcom noch genügend Energie? Verwende eine Pokestärke, so wie ich es ihr zuvor erklärt habe, um das Rizeros zu fangen. Setze deine Gefühle ein, damit sich das Rizeros beruhigt. Das habe ich voll vergessen, sonst hätte ich da drinnen vielleicht einmal kurz gespeichert. Welp. Kann ich noch? Ah, kann einfach gehen.
Ich meine, ich glaube nicht, dass wir jetzt Probleme kriegen werden, aber unser erster Bosskampf. Ich muss jetzt eh alle freilassen und das Spiel so. Hier hast du ein Rizeros. Mit der dramatischen Musik. Kommen Sie mal her. Was machst denn du? Ha! Benutze Pokestärken, hat er gesagt. Ich glaube nicht. Das war aber jetzt auch nicht schwer. Ich meine, es hat einen Stein geworfen und... Ja. Aber es hat schon mal mehr Kreise gebraucht. Als alles vorher. Sogar dreifach zertrümmern. Nice. Darf ich das behalten? Das Rizeros scheint nun ruhig zu sein. Du kannst es jetzt freilassen. Und wer macht die Felsen im Krokatunnel weg? Hallo? Wir wurden von jeder Menge Ärger heimgesucht. Diese Störung hat uns Zeit gekostet. Wir haben die Bösewichte komplett aus den Augen verloren. Lass uns nach Herbstenau gehen und dort über unsere Optionen nachdenken. Und damit meine ich nicht die Spieleinstellungen, sondern die Möglichkeiten, die uns bleiben. RIP, vierte Wand. Es ist nicht die Zeit für schlechte Wortwitze. Wir müssen uns schleunigst auf den Weg machen. Du hast den schlechten Witz gemacht, nicht ich. Pokémon-Freunde können ihrem natürlichen Umfeld nicht entrissen werden. An dieser Stelle endet euer gemeinsamer Weg. Ja, leider. Aber ich bin froh, euch alle gefangen zu haben. Tschüss. So, und willkommen in Herbstenau. Prinzipiell waren wir hier auch schon vor ein paar Stunden mal, zumindest am Hafen. Aber jetzt können wir uns vielleicht auch mal mehr von der Stadt angucken. Nun haben wir endlich die Ranger-Basis von Herbstenau erreicht. Gut gemacht, Svenja. Du hast deine Mission erfüllt. Du siehst nicht sehr glücklich aus. Du bist enttäuscht, da mir der Super-Funcom gestohlen wurde? Hör mal, lautete deine Mission nicht, mich sicher nach Herbstenau zu bringen? Dann sieh mich mal an. Siehst du eine Schramme an mir? Ich denke nicht. Und wir sind am Ziel, der Ranger-Basis, angekommen. Mit anderen Worten, du hast die Missionsziele lückenlos erreicht. Yay! Mission geschafft. Willkommen zurück, Professor. Wie geht es Spencer? Danke, Joel. Spencer geht es gut, aber für mich liefen die Dinge in der Zwischenzeit nicht wirklich gut. Es ist beschämend, um es gelinde zu sagen. Weißt du, mein Super-Funcom... Was haben Sie gesagt? Der Super-Funcom wurde gestohlen? Wir sollten uns darüber in der Ranger-Basis unterhalten. Schnell, hier entlang. Ja. Können wir von mir aus auch machen. Man sieht sogar die Ranger-Basis noch ganz leicht im Hintergrund. Es ist gar nicht komplett schwarz. Okay. Den Professor gesund nach Herbstenau zu bringen, war gute Arbeit. Spencer hat schon von dir gesprochen. Für einen Ranger mit Rang 1 wird es eine sehr ordentliche Leistung. Svenja, ich befördere dich hiermit offiziell zu Rang 2. Yay! Ich krieg sogar Konfetti. So, Svenja wurde zu Ranger Rang 2 befördert. Nun kann ich auch Pokestärke Kampf benutzen. Professor, es gibt da etwas, über das ich mit Ihnen sprechen muss. Es ist zu prekär, um es hier zu besprechen. Dürfte ich Sie daher nach oben bitten? Warte bitte hier. Ja, Plusle freut sich immer mit. Was? Die Blumen wurden in lebhaften Klecksen voller Farben arrangiert. Dieser Anblick wirkt sehr weltoffen und modern. Was?
Also, ich will da nichts dagegen sagen, aber wer hat sich denn diese Textbox ausgedacht für die paar Blumen? Die habe ich als Kind 100 pro nicht verstanden. Ich habe kein Wasser mehr. Hast du noch Wasser? Ich kann dir welches holen. Das wäre nett. Also, ja, voll aus so einer Deutschanalyse einfach geklaut. Schön. Dankeschön. Ich meine, ist ja nichts gegen zu sagen, aber das habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Mhm. Ihr wisst ja, stay hydrated. Gerade wenn das Spiel so viel Text hat. Ja, Kai, es ist halt wirklich so, das haben die anderen Ranger-Teile ja auch gemacht. Aber ich meine, ich finde, du hast halt in Ranger 1 und in 2 irgendwie auch eher das Gefühl, wirklich ja, zu so einem richtigen Ranger ausgebildet zu werden. Und da gehört das natürlich auch dazu. Im dritten Teil hast du ja nochmal mehr Möglichkeiten. Ich weiß auch nicht, wieso. Der zweite Teil hat ja legitim eine Schule. Aber ich habe trotzdem eher das Gefühl, dass ich im ersten Teil so richtig ausgebildet werde. Ich weiß auch nicht. Kann ich sonst noch irgendwas antippen? Nein. Hallo, ich bin Linus. Freut mich, dich kennenzulernen. Der heißt fast so wie Minungai. Vor Jahren waren unsere beiden Anführer, Joel und Spencer, im selben Team. Wir sind deshalb oft als Rivalen aneinander gerasselt. Heutzutage respektieren und mögen sie sich. Wir sind in der Fiore-Region immer noch als Spencer, der Ibitak-Meister, und Joel, der Dodri-Reiter, bekannt. Ich bin übrigens Kent. Hallo. Wäre nett, wenn du dir den Namen merken würdest. Hast du ganz schön Eindruck hinterlassen, schon allein, weil sie dir die Mission mit dem Professor anvertraut haben. Du verstehst nicht, was daran besonders sein soll? Professor Hastings ist ja nur der wichtigste Forscher der Technikabteilung der Ranger-Vereinigung, sonst nichts. Der Fangraum, den du da verwendest, ist doch eine von Professor Hastings Erfindungen. Oh, ich erinnere mich! Ja, die gab's ja auch noch. Meine Erinnerungen kommen zurück. Hey, willkommen zurück, Aria. Ich glaube, die mochte mich nicht, oder? Ich habe irgendwie im Kopf, dass sie nicht ganz so gut auf mich zu sprechen war. Diese Uniform. Bist du ein Ranger aus Regenstadt? Dein Gesicht habe ich aber dort noch nie gesehen. Ich bin Aria. Ich bin ein Ranger aus Herbstenau. Du hast noch nie von mir gehört? Du weißt doch wirklich gar nichts, oder? Wie auch immer, ist nicht mein Problem. Und wer bist du nun? Verstehe. Du bist also Svenja. Kein besonders ausgefallener oder aber gelungener Name. Ich werde trotzdem versuchen, ihn mir zu merken. Ich sag ja, ich glaube, die mochte uns nicht so gerne. Alex, Dankeschön für 17 Monate Treue. Alle mal zuhören, bitte. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Kriminelle, die sich Power Rock Bande nannten, haben Professor Hastings aufgelauert. Schlimmer noch, sie sind mit dem Superfangkorn des Professors auf und davon. Der Superfangkorn ist übrigens die neueste Version des Fangkorns. Mehr kann ich euch leider nicht verraten, da das Gerät sich noch in der Entwicklung befindet. Und in den falschen Händen besteht ein großes Potenzial für Missbrauch. Findet und holt den Super Funcom wieder zurück. Das ist die Mission, die für jeden Ranger von Herbstenau gilt. Nein, ich wollte nicht gerade Trainer sagen. Dies ist keine normale Mission. Dieses Problem können die Ranger von Herbstenau nicht allein lösen. Ich habe gerade dafür gesorgt, dass die Ranger-Vereinigung alle Basen in ihrem Einsatzbereich alarmiert. Jeder Ranger in der Fioro-Region wird darüber unterrichtet, dass die Rückgewinnung des Superfangkorns oberste Priorität hat. Ich möchte, dass ihr mit den Rangern überall in Fioro uneingeschränkt zusammenarbeitet. Es tut mir leid, dass meine Fahrlässigkeit zu dieser Situation entscheidend beigetragen hat. Professor, ihr habt es gehört. Gebt euer Bestes bei dieser Mission. Vor allem auch für den Professor. Zuerst müssen wir Informationen über die Power Rock Bande sammeln. Je mehr Informationen, desto besser. Die Suche sollte sich zuerst im Gebiet des Krokka-Tunnels konzentrieren, dort wo der Superfangkorn gestohlen wurde. Und vergesst nicht, ich möchte ständig auf dem Laufenden gehalten werden. Das wäre dann alles. Wegtreten. Er kann seine Brille auch so witzig Anime-Style hochdrücken. Ja? Wolltest du noch etwas sagen?
Oh, möchtest du an der Seite der Ranger von Herbstenau arbeiten? Ich danke dir für das Angebot, Svenja, aber die Mission ist angesichts deines Ranger-Rangs noch etwas zu schwer. Außerdem möchte ich dich mit einer anderen Aufgabe betrauen. Aufgrund dieser Mission wird Herbstenau ohne seine Ranger auskommen müssen. Während also unsere Ranger unterwegs sind, möchte ich, dass du dich um die Probleme in Herbstenau kümmerst. Ich bitte dich darum, hilfebedürftigen Bewohnern Hilfe zu gewähren. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es dieser Ranger-Teil war. Aber irgendwie höre ich Ineko-Schreie. Und das ist nicht gut. Kann ich noch nach oben? Hallo, hoffnungsvoller Ranger-Rekrut. Ich hätte da einen Rat, wenn ich darf. Wusstest du, dass du für das Fangen von Pokémon Erfahrungspunkte erhältst? Ist dir während eines Fangversuchs schon einmal die orangene Zahl über dem Pokémon aufgefallen? Diese orangene Zahl zeigt dir an, wie viele Erfahrungspunkte du für diesen Fang gutgeschrieben bekommst. Die Anzahl der Erfahrungspunkte hängt vom jeweiligen Pokémon ab. Erscheint die Zahl, besteht weiterhin die Möglichkeit, weitere Bonus-Erfahrungspunkte für weitere Kreise zu erringen. Ja gut. Ich glaube, das haben wir schon mitbekommen. Hallihallo, Ranger-Rekrut, ich habe da eine Frage an dich. Was würdest du tun, wenn du während einer Mission an einem toten Punkt angelangst? Manchmal bieten sich einem nicht allzu viele Möglichkeiten. Solltest du wirklich einmal in solch eine Situation kommen, dann kannst du die Mission beenden und neu starten. Okay. Da ist der Dragoran-Bus. Das Pokémon unseres Anführers, Dodri, ist sehr intelligent. Mit seinen drei Köpfen kann es zudem Situationen im Auge behalten und unserem Anführer Bericht erstatten. Und wer bist du noch? Hattest du schon jemals Probleme, deine Pokémon-Freunde von wilden Pokémon auseinanderzuhalten? Sollte das irgendwann passieren, dann drücke den X- oder Y-Knopf. Okay. Das wusste ich auch nicht mehr. Aber gut zu wissen. Herbstenau-Patrouille, Mission 2. Klingt wesentlich weniger spannend als Mission 1, aber muss auch gemacht werden. Von Spencer an Svenja. Antwort, Nachricht an Joel. Ich weiß, dass du dich in einer fremden Umgebung befindest, daher ist die Situation sicher nicht einfach für dich. Hilf den Bewohnern von Herbstenau so gut wie möglich. Ich zähle auf dich. Ich meine, klar, wenn die ganzen, ich sag mal, Top-Ranger hier den Bösen hinterherlaufen, dann ist niemand anderes da, um aufzupassen. Von daher gesehen, es klingt unspektakulär, ist es aber eigentlich schon echt wichtig. Da ich allerdings keine Ahnung habe, hi, wo hier was ist, erstmal orientieren. Ich finde es übrigens gut, dass ich von hier aus mit den Leuten reden kann. Das Wasserwerk wird im Moment untersucht und ist daher für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir haben in letzter Zeit einige Beschwerden aufgrund schlechter Wasserqualität erhalten. Ich glaube, daran erinnere ich mich. Das hört ihr sehr oft dann in dem Projekt, so, ach ja, ich erinnere mich. Das kommt nach und nach. Hallo Ranger, wäre es möglich, dass wir uns bei meiner Wohnung treffen? Auf dem Flur vor meiner Wohnung herrscht völlige Unordnung, deshalb komme ich nicht mehr in meine Wohnung. Ich werde auf dich warten. Sehe ich aus wie der Sperrmüll? Jinno, danke schön für 15 Monate Treue. Und du? Joel ist doch fabelhaft, findest du nicht auch? Ich warte hier, um ihn zu sehen, wenn er mit seinem Dodri auf Patrouille geht. Okay. Was ist denn hier unten noch? Gucken wir erstmal hier. Kann ich dich fangen? Ah ja. Mitnehmen. Machst du irgendwas? Es wollte irgendwas machen. Do something! Dann halt nicht. Es ist echt so. Du bist doch Ranger. Mein Fußboden ist so dreckig.
kann mich hier nur irgendwie nicht orientieren. Willkommen! Du bist auch sehr jung, wie? Ich hoffe, du wirst hart arbeiten, damit du ein geachteter Ranger wirst. Mhm. Da war etwas in einem der Abfalleimer, das da nicht hätte sein sollen. Es ist dir gestattet, den Abfalleimern zu suchen, aber mach dich auf etwas gefasst. Lass dich nicht umhauen. Hat Kai da reingekackt, oder wie? Ja. Nein, ich wollte das Pichu fangen. Mac Weber. Sekunde. Hast du die letzten Neuigkeiten zur Fangrena noch nicht gehört? Tut mir leid, aber du musst dein Glück ein anderes Mal wagen. Okay. Dann keine Fangarena. Ach hier. Tackle. Hast du Tackle? Ja. Tackle! Das Ziel wippt hin und her. Links hat nichts gebracht, okay. Snubbull, ich brauche dich nochmal. Kommen Sie her, wir müssen rechts auch noch ausprobieren.